Liebe Schwestern und Brüder, das Markus-Evangelium prangert eine Versuchung an, die viele Menschen und auch heute wie zu allen Zeiten der Kirche zu schaffen macht. Mit den Worten von Papst Franziskus ist es der weltliche Drang, Macht zu haben, der Drang und der Wunsch, höher zu stehen, mehr zu sein als andere. Diesem Wunsch der Menschen stellt sich Jesus entgegen, wenn er von Dienst spricht, wenn er von Demut spricht. Er hat nämlich, wie wir im Evangelium zum 25. Sonntag im Jahreskreis lesen und hören, zu seinem Jüngern gesagt: Der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Und er muss erleben, dass die Jünger wieder einmal nichts verstanden haben. In ihren Gesprächen zeigt sich, dass es ihr einziges Anliegen ist, eine Rangfolge unter den Jüngern zu erstellen und in dieser Reihe einen möglichst hohen Platz einzunehmen. Wer ist der Größte? Diese Frage lässt ihnen keine Ruhe. Sie werden durch die Denkweise der Welt versucht. Für Jesus ist dieses Gespräch eine Gelegenheit, eine ganz klare Aussage zu machen. Wenn jemand der Erste sein will, der soll Letzte von allen und der Diener aller sein. Diese Lehre Jesu gilt auch für uns alle. Auf dem Weg, den Jesus uns zeigt, gelten andere Maßstäbe. Da ist der Größte ist derjenige, der dient, derjenige, der sich in der Dienst an den anderen stellt. Der Größte ist nicht derjenige, der prahlt, und sicher nicht derjenige, der Geld und Macht sucht. Wahre Größe heißt, die Kleinen willkommen zu heißen und ihnen zur Seite zu stehen. Dieser Dienst wird zum Dienst für Gott erhoben. Jesus macht seinen Jüngern und uns klar: Wenn jemand der Größte unter euch sein will, muss er den letzten Platz einnehmen. Wenn er der Anführer sein will, muss er der Diener aller sein. Und als ob Worte nicht ausreichen würden, um zu vermitteln, was er sagen will, stellt Jesus ein Kind in die Mitte der Jünger. Sie müssen das Kind anschauen. Sie müssen verstehen lernen, wie wichtig Liebe zu den Menschen ist, was Dienen bedeutet. Sie sollen erkennen, dass ein solches Dienen zu Jesus, zu Gott führt. An diesem Sonntag, 19. September, feiern wir den 175. Jahrestag der Erscheinung der Jungfrau Maria in Lazaret. Sie ist 2 Kindern in Lazaret erschienen und hat ihnen den Auftrag gegeben, ihre Botschaft weiterzugeben und so den Menschen zu dienen. So sind wir alle aufgerufen, eine Kirche im Dienst für andere zu sein, insbesondere für die Schwächsten. Erinnern wir uns an das,
was Jesus gesagt hat. Was du den Geringsten von mir angetan hast, hast du mir angetan. Wer so dient, wer sich in den Dienst anderer stellt, ist in den Augen der Welt oft der Letzte. In den Augen Gottes hat er einen anderen Platz.